Aber naja, es lässt sich nicht alles machen. Donkey Kong Zeros Kampagne. Das schauen wir uns doch mal an. Donkey Kong Zero hat auch 4 Level gemacht. Ich kenne ihn persönlich nicht so wirklich, aber wir schauen uns heute natürlich seine Kampagne an. Das hat er sich mindestens verdient. Gut, es geht hier runter. Wie leicht ist diese Kampagne? Besser als Kobricht? Schlechter als Kobricht Kampagne? Die werden es herausfinden müssen. Vielleicht ist sie auch genauso gut. Bis jetzt sieht das Ganze hier sehr gut aus. Aber gut. Wie hat das denn gerade funktioniert? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Gut, weiter. Hier oben. Okay, man kann sich da irgendwie hochquetschen. Es funktioniert auf jeden Fall. Gut. Hier auch noch hochquetschen, quetsch. Immer hochquetschen. Irgendwie, man quetscht sich einfach so durch die Linie durch. Naja. Nicht an der Nase jucken. Okay, jetzt an der Nase jucken. Sehr gut. Wow, Nase jucken macht ganz schön Spaß in diesem Spiel. Sehr gut. Ich kann zu dieser Karte nichts sagen. Sie ist echt gut. Bis jetzt finde ich sie... Ja, Smiley. Bis jetzt finde ich sie echt super. Bis jetzt finde ich sie echt... Endlich mal normal. Ah, oh, Mann, mich juckt sie an der Nase. Mann, hau mit jucken. Bis jetzt ist diese Karte wirklich relativ normal. Darüber bin ich... Wow, ich... Sehr viele... coole Ideen. Einfach mal ein bisschen Standard gehalten wieder. Das finde ich auch mal... Ist geil, mal wieder sowas zu haben. Hier, Level 2. Schauen wir uns das nochmal an. Ich bin auch gut. Okay, egal. Weiter geht's. Wie oft sage ich eigentlich okay in einem Video? Ziemlich oft, ne? Wahrscheinlich kommt er wieder enger verrückter und zählt das wieder mit und dann geschieht ja, du hast so und so oft okay gesagt. Oder ihr lasst es einfach sein, weil das ist eine riesige Zeitverschwendung. Weiter geht's. Wir müssen ja anscheinend das Haus hoch. Die Idee finde ich auch nicht schlecht. Wow. Mal sehen, wohin uns das Ganze hier führt. An den dicken Smiley vorbei. Hier bauen wir so ein Standardding herum. Mal sehen, was das bringen soll. Nichts an sich. Leute, was ist mit dem Pfeil? Ja, da kann ich drauf landen, falls ich es nicht sehen sollte. Das ist ja mal fair. Rollen. Was meinst du, woran mich das gerade erinnert? Ich sag dazu jetzt mal gar nichts, okay? Ich wurde... Ja. Pornografischer Inhalt? Nein. Ich kann ja auf jeden Fall rüberspringen. Das ist schon mal gut. Und hier ist auch das Ziel. Tja, ich habe mich da vorbeigeschummelt. DKZ. Yeah, okay. Dann bauen wir uns mal unseren Weg hier durch. Yeah, das hat nichts gebracht. So, muss ich hier springen? Ah, irgendwie ist die Schwerkraft... Nee, die Schwerkraft ist nicht so, ist nicht niedriger. Der Ball an sich ist nur nicht so groß wie die Kugel, die Steuer. Ah, okay. Da kann ich mich nicht durchquetschen, glaube ich. Ah, okay. Interessante Idee. Ich spiele mal weiter. Okay. Kann ich hier lang? Geht das? Ja. Es funktioniert bis jetzt alles. Jetzt mit Schwung. Perfekt. Alter, es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Man muss sich echt immer gut rüberschwingen. Ah, schade. Ich treffe euch wieder da drüben. Ey, wo hier war ich doch, ne? Gucken wir mal, wie weit ich jetzt komme. Erstmal das Ding wieder abregen. Am besten immer springen, wenn es auf der rechten Seite ist, die Kugel, weil dann könnt ihr Weiß am besten nach rechts springen. So ungefähr. Sehr gut. Und hier, ich warte wieder, bis das Ding wieder richtig baumelt. Ah, okay. Was ist denn hier jetzt los? Yeah! Oh, scheiße! Wie soll das denn gehen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Da muss ich erstmal wieder hinkommen. So, wir rutschen jetzt wieder runter. Nicht, weil ich habe nicht aufgepasst, habe in die Kamera geguckt und darf wieder am Anfang weitermachen. Nee, ich mache jetzt einfach mal hier so weiter. So, wir schauen uns das Ganze mal an, damit ihr mal seht, wie frustrierend das Ganze wieder ist hier. Ach Gott, habe ich ihn vielleicht zu früh gelobt? Auf jeden Fall, die anderen Level waren hier wundervoll. Die muss ich ihn lassen, die sind echt gut gewesen. Naja, schauen wir uns mal weiter um. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, was hier passiert. Es ist nur jetzt diese Passage, die mich so ein bisschen, die mich da so ein bisschen annervt. Deshalb lasse ich das jetzt auch sein. Und das war es auch schon anscheinend gewesen von ihm. Wow. Wow, wow. Geil. Ich kann mich jetzt durchschieben. Geil. Dann schiebe ich mich mal durch dieses Level. Dann kann ich euch das ganze Level zeigen. Yeah. Durchschummeln. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Yeah. Es funktioniert. Na, 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 na. Okay. Okay, man sollte nicht zu sehr abspacken, sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Alles klar, hier wieder Sprung. Ich versuche es mal möglichst ordentlich zu machen. Wow!
Das Ding dreht voll durch. Yeah. Mal sehen, was hätte mich denn da noch alles erwartet? Ah, okay, da wäre schon das Ziel gewesen. Das ist ja doch okay. Coole Kampagne. Noch ein kleines Tickchen besser als Kobrix, auch wenn es mir leid tut, das zu sagen. Kobrix ist eigentlich ein super guter Kollege von mir. Auch wenn er das selber nicht zugibt. Na, Kollege? Internetkollege? Ja. Wir wollen ihn mal nicht zu nahe treten, sonst denkt er noch, ich wäre schwul oder so. Gucken wir mal weiter. Free Play. Ich habe den Kobrix, ich habe Protect. Mal sehen, wir finden jetzt noch. Den könnten wir jetzt machen. Jetzt gucken sie alle ganz gespannt auf den Bildschirm und fragen sich, wen ich von diesen ganzen Leuten nehme. Nehmen wir doch mal Leos Level, dafür haben wir noch Zeit. Leos Level hat, ja. Er hat gesagt, sie sind, kurz und schwer. So wie sie sein sollen. Und man sehen, ob er sein Versprechen halten kann. Ich hoffe, du hast sie selber getestet, Leon. Leo, wie auch immer du willst. Und dann schauen wir uns mal das Ganze hier mal an. Es sieht ja bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Okay, mal sehen, ob das geht. Mal sehen, ob das klappt. Oh, okay, das ist ein schwerer Sprung, aber es ist kurz. Das muss ich ihm lassen. Also versuchen wir es einfach mal. Ist es ja an sich, muss man hier nur rauskommen? Man kann natürlich auch schummeln. Muss ich einfach mal sagen. Das geht natürlich auch. Naja, das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir versuchen es jetzt mal auf einen ordentlichen Weg. Wir brauchen da ordentlich Schwung. Man muss in den richtigen Schwung reinspringen. Alles klar, aber er verhält sein Versprechen, sie sind kurz und schwer. Dieser Sprung ist echt nicht einfach auszuführen, aber er ist ja nicht unmachbar, das sieht man ja. Er ist auf keinen Fall unmachbar. Das muss man diesen Sprung lachen. Naja, schauen wir uns das mal an. So, habe ich jetzt auch die Schwung. Ah, jetzt hatte ich so ein bisschen zu viel. Das ist echt so eine Sache, da muss man wirklich mit genau richtig die Schwung einfach nur rein. Schauen wir uns das nochmal an. Yeah, okay. Einfache Versuche kann ich ja nochmal machen hier. Oh Gott. Aber das, ich finde das bis jetzt, finde ich die Idee an sich nicht schlecht. Kaizo. Ich lese schon Kaizo mit E aber. Ist das so eine Fake-Marke aus Japan? Japan hat sich selber gefaked. Okay. Nochmal. Ja. Dieser Sprung ist verdammt schwer. Oh nein. Nochmal. Das ist ein Sprung. Da gebe ich dir recht. Das ist echt ein Sprung. Aber, schnell, das hat geklappt. Noch ein Versuch. Okay, ein Versuch mache ich noch, sonst schummel ich mich vorbei. Alles klar, Leute. Gut, ja, ihr sollt euch ja nicht zu sehr langweilen. Ihr sollt euch ja nicht zu sehr langweilen, wollte ich sagen. Wow. Das ist mein letzter Versuch. Und ich sage, er geht daneben. Mit der Macht von Arknight 917. Tja, das bringt wohl nichts, Arknight, wenn du zuguckst. Alles klar. Nächstes Level. Nein, ich muss noch mal den Schummelweg zeigen. Nicht nächstes Level, das gibt's ja gar nicht. So, schummeln. Yeah, geschummelt. Level 2. Okay, Trichterprinzip irgendwo. Das ist es, kommt ein Trichterprinzip auf mich zu. Wow. Hier springe ich rauf. Hier sind Minibälle im Weg. Die Minibälle sind aber, glaube ich, nicht umsonst da. Da soll man drauf abspringen. Falls man das nicht schafft, glaube ich. Naja, falsch drauf landen kann man da ja, glaube ich, nicht drauf. Oder doch? Anscheinend kann man da doch... Hey, hier ist auch schon das Ziel. Perfekt. Test Stein, ja. Steiner? Ich weiß nicht, was ich sagen will. Auf jeden Fall. Test mit der Stange. Alles klar. Ich versuche mich da mal hochzuquetschen. Aber es ist auf jeden Fall schwer. Man, das Ding, das dreht ja die ganze Zeit durch. Alles klar. Ja, okay. Level 4. Auch interessant. Was geht denn hier ab? Man wird so weggequetscht von so einem Ding. Man muss echt verdammt schnell sein. Auf jeden Fall suchen sie. Boah, zum Glück rollt der Ball nicht hinterher. Da hast du noch einen Fehler drin. Alles klar. Anscheinend muss man nur die ganze Zeit von dem Ball fliehen. Wow, da geht's weiter. Muss ich nochmal versuchen. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oh, das geht gut aus. Nicht. Da ist die, da wo dieser lange Vorsprung kommt, da muss ich auf jeden Fall besser sein. Alle sind glücklich. Nur ich nicht. Ich muss das Level schaffen. Na! Ist der Sprung schaffbar? Kann ich? Was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Ja! Yeah, ich habe es geschafft. End. End. Ich habe End erreicht. End. Das ist super. End. Level. Sehr schön. Damit würde ich das ja mal als Erfolg abgeschlossen gelten. Ja, Leon, auch deine Level. Also, ich muss schon fast sagen, das war fast die beste Kampagne von den drei heutigen Kampagnen, die ich gezeigt habe. Einfach nur da, weil sie wirklich kurz waren und schwer, wie ich es wollte. Es trifft direkt auf die Beschreibung.